Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Da wir gerade mitten im Semester stecken und ich bereits angefangen habe, die ersten Hausarbeiten zu schreiben, habe ich mir gedacht, erzähle ich euch doch einfach mal ein paar Tipps, wie ich am besten meine Hausarbeiten schreibe. Über die Jahre habe ich mir so einige Tipps und Tricks selbst angeeignet und bin damit ziemlich gut gefahren. Ich habe jetzt in den letzten Semestern ziemlich gute Noten geschrieben und wurde auch öfter von Freunden gefragt, ja Mensch, Becky, wie schreibst du denn deine Hausarbeiten? Wie gehst du da am besten vor? Bei dir geht das immer recht schnell. Ich fange meistens schon im Semester an, mich mit dem Thema Hausarbeiten auseinanderzusetzen, auch wenn man sie meistens immer erst am Ende des Semesters abgeben muss. Damit du nächstes Mal nicht in Zeitdruck gerätst oder denkst, oh Gott, ich hätte schon viel eher anfangen sollen, stelle ich dir heute meine Tipps zum Thema Hausarbeiten schreiben vor. Meiner Meinung nach kann man das Thema Hausarbeiten, Seminararbeiten, was auch immer, in drei grobe Themenblöcke unterscheiden. Also man fängt erstmal an mit der Vorbereitung, dann kommt man zum eigentlichen Schreibprozess und der dritte und letzte Punkt wäre dann das Thema Nacharbeitung, Korrektur. Ich habe das Video, wie ihr seht, auch in verschiedene Timestamps unterteilt, also genau die Bereiche, in die man eine schriftliche Arbeit unterteilen könnte. Also falls ihr im Nachhinein nochmal einen bestimmten Bereich nachschauen wollt oder vielleicht später, wenn ihr dann mitten im Schreibprozess steckt, euch da nochmal ein paar Inspirationen holen wollt, könnt ihr das unter den verschiedenen Timestamps finden. Fangen wir an mit dem ersten Bereich, die Vorbereitung. Was muss ich da alles beachten? Also zum Thema Vorbereitung gehört ja auf jeden Fall erstmal die Themenfindung. Wie finde ich überhaupt ein Thema? Worüber möchte ich schreiben? Der wahrscheinlich schwierigste Bereich von allen, wenn es um schriftliche Arbeiten geht. Also wie finde ich mein Thema? Ich warte meistens ab, bis ich irgendwelche Tipps von Profs oder Dozierenden bekomme. Meistens ist es so, dass meine Profs im Laufe des Semesters schon mal grob Themen vorschlagen oder wenn man bestimmte Bereiche in einem Seminar oder einer Vorlesung bespricht, dann erwähnen die Profs meistens, hierzu könnte man eine gute Hausarbeit schreiben, das wäre ein gutes Bachelorarbeitsthema. Das notiere ich mir meistens. Oft kommt aber auch mitten im Semester schon so eine kleine Liste, wo schon mögliche Themenbereiche stehen. Sobald ich dann so eine Liste habe, entweder dann selbst erstellt oder von den Profs bekommen habe, fange ich dann an zu recherchieren. Also ich gebe meistens immer erstmal die Stichpunkte bei Google ein und schaue, was so alles kommt. Man kann auch gut Mindmaps erstellen, dass man erstmal so das Oberthema in die Mitte schreibt und davon abgehend kann man dann weitere Stichpunkte noch hinzufügen und dann wieder Unterpunkte. Oft ist es ja auch so, dass das Seminar oder das Modul überhaupt schon ein bestimmtes Thema hat. Das heißt, meistens macht es dann Sinn, auch wirklich in dem Bereich zu schauen, was gibt es hier für Unterthemen, was könnte man noch mal näher behandeln. Ich habe mich bisher mit der Themenfindung immer nicht so schwer getan, einfach weil man super viele Inputs auch von den Profs bekommt. Die freuen sich meistens auch, wenn man mal hingeht und Bescheid sagt bzw. fragt, so Mensch, ich würde da ganz gerne eine Hausarbeit drüber schreiben, was empfehlen Sie denn oder haben Sie bestimmte Tipps, wo man noch mal genauer ins Thema einsteigen kann, wo man noch mal nachlesen kann? Oft empfiehlt es sich auch, wenn man einfach mal die Literaturangaben durchschaut. Also die Profs und Dozierenden geben ja oft in ihrem Skript, also solltet ihr ein Skript oder eine PowerPoint begleitend zum Seminar, zur Vorlesung haben, dann sind am Ende meistens auch Literaturhinweise gegeben, wo man auch nochmal schauen kann, welches Thema einen selbst interessieren könnte. Ich rate euch, nehmt auf jeden Fall nicht einfach irgendein Thema, sondern nehmt eins, was euch selbst auch interessiert. Denn wenn man sich mit dem Thema nicht selbst so identifizieren kann oder selbst da gar keine wirklichen Interesse hat, dann fällt es einem häufig schwer, sich auch wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da sehr viel Zeit zu investieren. Deswegen nehmt euch da wirklich die Zeit, um auch genau das Thema zu finden, was euch selbst interessiert. Mir hilft es auch oft, wenn ich einfach mal mit Freunden oder KommilitonInnen spreche. So, Mensch, was hast du denn dir für ein Thema ausgesucht? Oder wollen wir eventuell vielleicht ein ähnliches Thema nehmen? Da kann man sich dann auch noch mal mit Literaturangaben unterstützen. Häufig ist es ja auch so, wenn man ins Gespräch kommt, dass noch mal ganz andere Stichpunkte aufploppen oder auch ganz andere Themenbereiche, wo man selbst irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht hat, die dann aber im Laufe eines Gesprächs entstehen. Also setz dich nicht alleine in dein Zimmer und denk im Stillen drüber nach, sondern sprich einfach mal mit verschiedenen Leuten und schau, was dort noch für Input kommen könnte. Der nächste Punkt zum Thema Vorbereitung ist dann eine Forschungsfrage oder eine Hypothese zu entwickeln. Eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit, eine Seminararbeit, wie auch immer, braucht immer ein Oberthema bzw. wirklich eine Forschungsarbeit oder auch eine Hypothese. Viele denken ja oft, ich muss zwingend eine Frage formulieren. Mir wurde jetzt häufig gesagt, das muss nicht unbedingt eine Frage sein. Also sowohl in Politik als auch in Spanisch wurde mir jetzt gesagt, Becky, du musst nicht unbedingt eine Frage formulieren. Du kannst auch eine Hypothese formulieren, die du dann im Laufe deiner Arbeit entweder verifizierst oder eben widerlegst. Ich empfehle dir bei der Erstellung deiner Fragen oder auch Hypothesen, formulier mal so zwei bis drei und schieß dich nicht nur auf eine ein, sondern
Wähl dir mehrere aus und schick die mal deinem Prof oder deinen Dozierenden und schau mal, was du für Feedback bekommst. Häufig ist es so, dass manche Dozierenden sehr eigen sind mit dem, was sie hören wollen oder mit dem, was sie lesen wollen. Das heißt, oft ist es dann so, wenn man nur eine Forschungsfrage hinschickt, dass sie dann sagen, das ist zu unkonkret oder das ist zu klein gefasst. Geht das Ganze doch mal ein bisschen breiter an. Und da habe ich jetzt bisher die Erfahrung gemacht, dass es immer ganz gut kommt, wenn man verschiedene Auswahlmöglichkeiten schreibt. Natürlich sollen das jetzt nicht ganz verschiedene Themen sein, also nicht eine Forschungsfrage hierüber und dann eine Forschungsfrage über ein ganz anderes Thema, sondern formuliere die Fragen einfach um oder formuliere die Hypothese um und lass dann den Prof, die Professorin oder die Dozierenden entscheiden. Ich habe aber auch im Bereich Politik die Erfahrung gemacht, dass mir einfach gesagt wurde, ja, machen Sie einfach mal. Ich bin ganz gespannt, was Sie für Vorschläge haben. Ich bin da ganz offen und ich möchte nicht wirklich Feedback geben, weil ich Ihnen da einfach die Möglichkeit geben möchte, sich wirklich mit dem Thema selbst auseinanderzusetzen und quasi sich selbst auszutoben. Das finde ich dann auch oft ganz gut. Allerdings ist es dann oft hilfreich, wenn man mindestens die Gliederung an die Person schickt, die die Arbeit dann am Ende benoten wird. Denn auch im Bereich Gliederung könnte man einiges falsch machen oder da kommen dann nochmal Tipps. So vielleicht wäre dieses Thema sinnvoller, das am Anfang zu behandeln oder ein bestimmtes Thema sollte eher am Ende behandelt werden. Manchmal hat man vielleicht auch einen bestimmten Bereich vergessen. Das sollte man auch auf jeden Fall abklären. Also bevor du in den Schreibprozess, also zu dem zweiten großen Block, zu dem ich gleich komme, dich hinbegibst, warte erstmal Feedback ab, schreib vielleicht auch zwei, dreimal hin und her, geh in die Sprechstunde. Im Moment ist das mit den Sprechstunden ja ziemlich easy. Also meine Professoren, die haben alle ihre Sprechstunde online. Das heißt, ich muss auch gar nicht zur Uni hinfahren, sondern ich telefoniere oder Skype einfach mit denen. Und das kann man dann ja auch vielleicht zwei, dreimal machen, ohne dass das wirklich einen großen Zeitaufwand betrifft. Vor allem kommt es auch immer gut, wenn man in die Sprechstunde geht, weil so die Dozierenden auch merken, man setzt sich auch wirklich mit dem Thema auseinander, man gibt sich Mühe, man investiert da Zeit. Bei manchen Studierenden ist es ja auch so, dass sie ein Thema sich aussuchen und das gar nicht mit den ProfessorInnen dann besprechen und die Arbeit dann einfach fertig abgeben und am Ende dann das Feedback bekommen, ja, das Thema ist gar nicht so wirklich durchdacht gewesen oder es wurden nicht die Punkte behandelt, die die ProfessorInnen sich selbst überlegt haben. Deswegen ist Feedback einholen sehr, sehr wichtig, bevor es wirklich dann ans Schreiben geht. Einen nächsten Punkt, bevor du dich dann konkret um das Schreiben kümmerst, ist die Gliederung beachten bzw. auch Formalitäten beachten. Bei mir in Politik ist es so, dass wir am Anfang unseres Studiums, also direkt im ersten Semester, ein Modul hatten, das hieß wissenschaftliches Arbeiten. Da haben wir alle Formalia kennengelernt, wie welche Schriftgröße benutze ich bei meinen Hausarbeiten, welche Randabstände, welche Zeilenabstände, wie sollen die Überschriften proportional zu den Überschriften sein. Das sind alles so Dinge, die solltest du direkt im Vorhinein mit beachten, bevor du schreibst, weil ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man erstmal einfach losschreibt und sich gar nicht wirklich an die Formalia hält, dann wird das Format am Ende total zerschossen, wenn man dann alles im Nachhinein eingibt. Deswegen ist es einfacher, dass du dein Dokument direkt am Anfang dann darauf einstellst. Wir haben in Politik das Kompendium bekommen am Anfang des Semesters und hier steht wirklich alles drin, was du fürs wissenschaftliche Arbeiten brauchst. Also es beginnt auch mit dem Organisatorischen. Was muss ich beachten? An wen wende ich mich, wenn ich Hausarbeiten schreiben möchte? Es gibt Hinweise zum wissenschaftlichen Lesen, also wie lese ich einfach meine Texte, um auch wirklich die Informationen rauszufiltern, die ich persönlich brauche. Dann geht es ganz allgemein darum, wo finde ich Literatur. Der gängigste Weg ist ja eigentlich über die Unibib. Heutzutage sind sehr viele Bücher auch schon online einlesbar. Das heißt, man muss auch gar nicht mehr wirklich in die Universität fahren, sondern kann auch sehr viel von zu Hause aus recherchieren. Abgeraten wird natürlich von Wikipedia, also benutzt bitte, bitte keine Quellen im Bereich Wikipedia. Um sich aber erstmal einen guten Überblick zu verschaffen über das Thema, schaue ich selbst auch oft auf Wikipedia nach, um einfach mal zu gucken, worum geht es bei dem Thema überhaupt. Und bei Wikipedia stehen ja unten auch oft Quellen, die zitiert worden sind für den Text. Und dann schau dir doch einfach mal direkt diese Quellen an, aus denen die Informationen von Wikipedia stammen. Bei mir in der Romanistik beispielsweise gibt es das Stilblatt Romanistik. Da wird auch nochmal genau aufgeschrieben, wie du zitieren sollst, wie die Literaturangabe am Ende gemacht werden soll. Das unterscheidet sich dann auch minimal zu meinem Politikstudium. Also hier muss ich andere Quellenangaben machen, beziehungsweise hier zitiere ich im Fließtext anders, als ich das in der Romanistik mache. Deswegen schau auf jeden Fall in deinem Fachbereich nach, was da gefordert ist.
und halte dich auch daran. Man hört so oft von Dozierenden, dass sich Studierende einfach nicht an die Formalie halten und dementsprechend dann auch Punktabzug bekommen. Und ja, das finde ich einfach ein bisschen unnötig, weil wenn du dich einfach wirklich an die vorgegebenen Formalie hältst und am besten auch nochmal mit der Person, die am Ende deine Arbeit benotet, nochmal Rücksprache hältst, wenn du Fragen hast, habe ich das richtig zitiert, ich bin mir hier unsicher, dann geh auf jeden Fall auf Nummer sicher und frag da nochmal nach. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du am Ende ein Plagiat abgibst. Das möchtest du nicht, das möchte keiner, das ist ziemlich blöd. Das kann am Ende und im schlimmsten Fall auch zum Studienausschluss führen, also dass du einfach nicht mehr an der Hochschule oder an der Universität studieren darfst und nicht deinen Fachbereich studieren darfst. Also halt dich auf jeden Fall an die Formalia und stell das alles im Vorhinein ein, bevor du wirklich anfängst mit Schreiben. Auf jeden Fall musst du im Vorhinein auch abklären, wie viel du überhaupt schreiben musst. Also je nachdem, was du schreibst, Hausarbeiten sind bei mir im Bereich Politik und auch im Bereich Spanisch immer so zwischen 10 und 15 Seiten. Ein Essay kann schon mal 3 bis 5 Seiten betragen. Ich muss jetzt in Politik ein Essay schreiben, der darf nur 3 Seiten lang sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie ich das mache, weil ich immer lieber mehr schreibe und nur 3 Seiten zur Verfügung zu haben, ist ziemlich wenig, wenn man sich an den groben Aufbau wie Einleitung, Hauptteil und Schluss bzw. Fazit hält. Ein Essay ist außerdem natürlich auch ganz anders aufgebaut als eine Hausarbeit. Ein Essay hat meistens keine Zwischenüberschriften oder auch kein Inhaltsverzeichnis. Eine Hausarbeit, eine Bachelorarbeit natürlich schon. Am Anfang meines Videos habe ich dir ja gesagt, dass man das Thema Hausarbeit schreiben in 3 verschiedene Themenblöcke unterteilen kann. Die Vorbereitung, der eigentliche Schreibprozess und dann auch die Korrektur bzw. die Nacharbeitung. Da dieses Video sonst super lang werden würde und ich auch der Meinung bin, dass man sich immer erstmal mit einem großen Themenblock beschäftigen sollte, war es das an dieser Stelle und im nächsten Video würde ich mich dann um den Schreibprozess und auch die Korrektur bzw. Nacharbeit kümmern. An dieser Stelle wäre natürlich genau die richtige Gelegenheit, um jetzt meinen Kanal zu abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal!